So Leute, willkommen zur zweiten Episode von City Skyline. Also ich nehme das einen Tag vor dem Fortnite Video 6 auf. Okay? Die Stadt heißt irgendwo. Und wir haben direkt Meilenstein bekommen, boomende Kleinstadt. Wir haben ein neues Stromdings, nämlich eine fortschrittliche Windturbine. Fluchtwege 4 Meilen. Und in denen passen halt 1000 Leute rein. Das heißt, dass 1000 Leute dann safe sind. Und das baue ich dann auch. Und Obdachlose, das ist ganz nice. Obdachlose können da rein. Und wie ihr seht, haben wir da Wasser. Ja, dann, wie ihr unten rechts seht, wollen die gerade. Die wollen echt hart viel gerade, ey. Wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, das ist ein ja, Kinderkrankenhaus, dann seht ihr diesen blauen Radius, der übelst groß ist. Da wird halt überall alles gesünder auf denen. Aber wie ihr gerade seht, kranke Kinder und Teenager nicht schlimm. Und kranke Senioren sind wir auch bei null. Das ist alles gut. Hier werden die jetzt Industrie ein bisschen bauen. Ja, ja. So, und die brauchen ein bisschen mehr Grün wieder. So, okay. Weiter. Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Fuck off! Okay, Leute. Wir haben nämlich gleich einen Tornado der Stärke 5,5, der hier vorbeikommt. Und noch einen Gewittersturm der Stärke 2,5. Jetzt, weil wir dieses Wetterradar hier halt gebaut haben, können wir hier schauen, wo der Tornado sein wird. Das wird jetzt interessant, denn wir müssen jeden evakuieren. Dadurch verlieren wir hart Geld. Aber dafür können wir dann halt die Leute dazu bringen, sich zu schützen. Ja, gleich kommt ein Tornado und so hier vorbei. Ich habe eingestellt, dass der jetzt hier reinkommen soll, wie er hört. Ja, eine Kackhochschule hier hinbauen. Okay, der Gewittersturm ist da. Jo, der ist da, würde ich sagen. Das hat hier direkt ein Haus, glaube ich, getroffen. Und ich kann jetzt eigentlich nur zuschauen. Ich muss hoffen, dass die meisten Leute hier schnell reingehen. Und der Tornado ist auch schon im Gebiet. Ja, irgendwo sollte das sein, ne? Ah, das. Doppelte Naturkatastrophe. Ich meine, die Naturkatastrophen an sich sind nicht so schlimm. Ein paar Häuser brennen jetzt, ein paar Leute sterben, aber... nur das Schwierige ist, zu recovern davon. Nämlich, das haben wir seit längere Zeit nicht gesehen, aber jetzt sind wir wieder in Minus, weil wir halt jetzt keine Einnahmen mehr haben wegen den Gewittersturm. Ist nicht interessant. Ja, Peter, du sollst aber auch in... Nein! Du gehst nicht ernsthaft jetzt genau Richtung Stadt. Geh weg von der Stadt. Okay, Leute, wir haben ein Problem. Wir haben ein dickes, dickes Problem. Ja, wie ihr seht, das begrüßt jetzt meine Leute mal kurz ein bisschen. Dass die Straßen zerstört werden, das ist mir schon bewusst. Und wie ihr hier seht, hier wird der Tornado noch ein bisschen übers Warum ausgerechnet genau übers Wohngebiet wie... Wie ihr seht, hier werden ein paar Autos durch die Gegend gedingst. Aber der bleibt da für eine sehr lange Zeit, also ich glaube, der wird gleich despawnen. A tornado has touched down in the area. Seek shelter immediately if any is available. Hier, Prank, ihr habt keine Häuser mehr. Wir müssen jetzt warten, bis das Geld wieder ins Plus geht. Wie ihr seht, das Minus pro Woche geht Richtung 0 und Richtung ein bisschen mehr als Plus. Jetzt sind wir pro Woche wieder im Plus. Aber insgesamt noch im Minus, deswegen kann ich nichts machen, außer zuschauen. Wir müssen jetzt das Katastrophenschutzeinheit bauen. Nämlich, wenn wir dieses Gebäude hier bauen, das kostet 15k, das ist viel. Dann werden die zu den Häusern hinfliegen und erst, wenn die das abgesucht haben, kann ich dann die Häuser wieder selbst erbauen lassen. Straßen ist es anders, da kann ich hier machen und dann auf Reparieren drücken. Und dann repariere ich die Straßen so. 142 Bürger sind gestorben, 46 Gebäude wurden zerstört, die Straßensegmente sind egal. Brennende Gebäude 10 und brennende Bäume gab es 119. Du weißt, wie unbeliebt du bist, wenn du nicht mal deiner imaginären Freunde mehr mit dir spielen kannst. So, jetzt werden die Hubschrauber hier hinfliegen, wo die
gestört worden, werden sich das alles hier anschauen. Und das ist das Zeichen halt, dass es wieder aufgebaut wird. Beziehungsweise so, und dadurch haben wir dann unsere Häuser wieder, die durch den Tornado eigentlich ja schon ziemlich doll mitgenommen worden, würde ich sagen. Ich werde nämlich das die Folge pausieren, wenn wir es geschafft haben, wieder unsere Stadt wieder von der Naturkatastrophe so zu regenerieren, dass alles wieder okay ist und vielleicht sogar besser ist als davor. Ich wollte eigentlich schon stoppen, aber dann kam halt dieser Tornado und das wollte ich noch in die Folge rein. So, ob man einen Alligator als Haustier haben kann, ich würde, um ehrlich zu sein, davon abraten. Wenn man denen zeigt, was er essen soll und ja, dann das Game. So ist dann hier, ja, hier sind jetzt eigentlich alles wieder erbaut. Dieses Gebäude hier verschönert natürlich ein bisschen kurz die Gegend. Ich meine, das fällt überhaupt nicht auf. Okay, und jetzt bauen die jetzt wieder das hier hin. Perfekt, dann haben wir uns eigentlich gut recovered davon. War jetzt nicht so wirklich tragisch. Doch, war schon tragisch, sind 300 Leute gestorben. Das waren jetzt schon mal die ersten zwei Naturkatastrophen, die wir erlebt haben. Für die Leute, die das Spiel noch nicht kennen. Fühle mich Hashtag inspiriert, die Hashtag Natur zu genießen. Und ich bin Hashtag inspiriert, Hashtag das Video zu liken, meinen Kanal zu abonnieren, deinen Freunden das alles zu zeigen. Bist du auch inspiriert daran? Perfekt. Das war's für diese Folge. Das ist am 29. April aufgenommen, okay? Ich glaube, das kommt Mitte Mai raus. Okay, Leute, wir sehen uns dann bei dem nächsten Video. Nächsten Donnerstag, 19 Uhr. Ihr kennt's. Tschüss.